Hallo und herzlich willkommen zu der wohl letzten Folge Pikmin. Hoffen wir's. In der letzten Folge haben wir den Weg zum letzten Versuch gebahnt und ich bin jetzt hoch motiviert, diesen nervigen, blöden Endgegner zu besiegen. Wir wissen ja jetzt ungefähr, wie er funktioniert und ich habe mir da schon so die eine oder andere Technik überlegt, aber mal sehen, was ich draus mache. Okay, der letzte Versuch. Ich hoffe, das wird jetzt was. Ich meine, man kann es ja noch unnötig lang in die Länge ziehen, aber ich denke mal, wird nicht nötig sein. Das Problem ist, bei meiner Technik, ich nenne es jetzt mal bewusst Technik, brauche ich nur gelbe Pikmin. Vielleicht noch ein paar Runde zum Auffüllen oder blaue, aber am wichtigsten sind gelbe. Und ich habe herausgefunden, oder ich weiß, wie man das auch mal nennen will, dass man mit diesen komischen Blumen da, warte, da, die Blumen da, dass man mit denen nur jeweils 50 Pikmin umändern kann. Das heißt, ich kann jetzt hier nur 50 blaue zu 50 gelben machen. Dann verschwindet die Blume einfach oder sie geht nicht mehr. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, es ist begrenzt von der Anzahl her. Und da ich für den Plan halt eben viele gelbe brauche und die roten und blauen nur nebensächlich sind, mache ich es jetzt einfach so. Hoffentlich finde ich auch genug Bomben für alle, weil die Bomben werden in meinem Plan auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Habt ihr auch gesehen, weil das Vieh, wenn das Bomben schluckt, das ist weniger gut, ne? So, ist mir ja noch zu Ende. So. Jetzt müssen es alle sein. Jetzt müsste die Blume... Ja genau, jetzt verschwindet nämlich die Blume. Und jetzt beginnt das große Pflücken erstmal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit 100 gelben rüber marschiere oder ob ich... Ich glaube, ich fülle die dann einfach mit blauen oder roten auf. Weil 100 gelbe, ich meine... Also wenn irgendwas schief geht, ich brauche noch gelbe oder so. Wobei ich habe, glaube ich, noch über 50 übrig. Ich fülle sie trotzdem auf. Ich weiß noch nicht, ob mit roten oder blauen. Ich glaube, es ist eigentlich auch ziemlich egal. Ich glaube aber, die roten sind im Kampf ein wenig besser. Die sind, glaube ich, auch ein bisschen stärker. Ich bin mir jetzt aber nicht so genau sicher. Na, es ist egal. Ich nehme jetzt einfach rote und ich habe noch viele rote. Und gut ist. So, jetzt habe ich erstmal alle gepflückt. Rot, genau. Nehme ich jetzt einfach mal 50 rote mit und fülle das so ein bisschen auf. Dürfte ja nicht allzu schwer sein. So. Oh yeah. Oh, wie süß. So, und jetzt Bomben. Ich brauche Bomben. Oh Gott, also ich muss erstmal rüberkommen. Das ist das Schwierigste überhaupt. Mir fällt auch gerade auf, ich habe nur Plattpigment. Ich habe keine mit Blüten und auch keine mit Knospen. Das wird witzig. Mhm. Das wird sehr witzig. Mal sehen. So, kommt ihr mal alle nach hier? Hallo? Seid ihr jetzt alle? Ich hoffe es einfach mal. So, jetzt muss ich gucken, dass ich mich an diesem Arsch da erstmal irgendwie vorbeischleiche. Denn ich habe ja gesehen, dass an der einen Stelle dort Bomben sind. Und die Bomben, die brauche ich jetzt. Also, hier. So, hoffentlich reichen die Bomben. Mal gucken. Teilt euch mal auf. Jetzt habt ihr euch natürlich genau falsch rum aufgeteilt. Dann teilt euch einfach jetzt hier nochmal auf. Los, teilt euch auf. Und... hallo? So. Ja, perfekt. Und ihr holt jetzt euch die Bombis. Oh yeah, Bombis. Was, nur drei? Ah ne, okay, da kommen noch ein paar. Okay, das sind jetzt schon viele Bomben, aber ich würde mal sagen, noch nicht genug. Ich hoffe mal, dass jetzt hier noch mehr Bomben sind, weil hier... Warte mal. Bombi? Bombi, Bombi? Ja komm, da geht's drumherum, das sind bestimmt noch Bomben. Oder? Aber das ist irgendwie ein Teil einer absurden Strategie, dass man die auch von hier oben runterwerfen kann. Ich weiß es gerade nicht. Bomben? Bombi, Bombi? Bombi? Ah, Bombi! Sehr schön. Jetzt hier sammelt mal Bombis. Sehr schön. Kommen da noch mehr? Oh, sehr schön, sehr schön. Das sehe ich. Sehe ich sehr gerne. Okay, das war's. Aber vielleicht sind in der anderen Richtung auch nochmal Bombis. Ich hoffe es jedenfalls. Also, ich glaube, es sind genug Bomben, oder? Aber mein. Ich habe ja noch gelbe Pikmin, die potenziell Bomben tragen können. Also sollte ich das auch völlig ausnutzen. Auskosten, sofern. Das Spiel eh durch ist. So, genau. Ich muss aber zugeben, ich habe mir
Oh, das habe ich auch schnell mitgenommen. Ich habe mir das Ende ein bisschen anders vorgestellt. Ich ging davon aus, ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt noch eine letzte Welt kommt. Ich weiß auch nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie viel trivialer, so total dämlich, dass er vielleicht das letzte Teil in seiner Hosentasche findet oder so. Ich hab nicht gedacht. Und wenn ich auch verwirrt bin, weil man. Ich glaube, das war's hier, oder? Ah, ne, das sind noch Bomben, okay. Was mich halt eben wundert. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich bin. Es ist schwer halt eben, das alles gleichzeitig jetzt hier zu beachten und zu machen. Ist auch egal. Ich dachte, es wäre ein bisschen trivialer. Ist es aber nicht. Achso, ja, mich wundert halt, weil man braucht ja nicht alle Teile. Machen muss ich jetzt hier nochmal so übelst episch, noch um das eine Teil hier fighten, wenn ich das vielleicht gar nicht brauche. Egal, so. Mach ich einfach mal eine Bombe drauf, um Hallo zu sagen. So, rauszoomen. So, okay. Jetzt. Boah, wie er den weggeschmissen hat. Boah, der Arme. Okay. Hier ist die. Oh, sehr gut. Ins drauf, 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 drauf. Sehr schön. Oh, er kommt zu sich, zurück, 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 zurück. Boah, wie riesig der ist. Komm hier, friss die. Irgendwie ist es ein bisschen brutal, wenn ich die denn jetzt zum Fressen hinwerfe, verstehst du? Oh, jetzt habe ich die, die ich gerade hingeworfen habe, auch noch mit weggesprengt. Nicht so geil. Okay, hier zu mir, zu mir, zu mir. Ah, komm, den kriegen wir schon irgendwie hin. Hallo? Hier, komm, bitte, bitte. Ist. Ah, gut, er hat welche. Heißen die? Ja, ist ja gut. Ich werf den mal zu früh hin, glaube ich. Da kommt, er hat weniger als die Hälfte nur noch. Das geht eigentlich, das geht. Also. Oh, was? Was? Warte mal, ist er gerade gesprungen? Oder? Ja, der springt, scheiße. Oh. Ah. Ich glaube. Oh Gott, aber ich glaube, wenn er auf welchen mit Bomben landet, verliert er Schaden. Oder? Ich bin jetzt gerade nicht sicher, aber jetzt stuckert die doch nicht mehr. Jetzt springt er nur noch. Hä, wie soll ich denn jetzt. Was soll ich denn jetzt machen? Ich spanne jetzt einfach mal drauf und hoffe, dass irgendwas. Hä? Vielleicht muss er auf welche mit Bomben draufspringen, um Schaden zu verlieren. Oder? Ich bin mir gerade total unsicher, was ich machen soll. Mal hier. Oh! What the fuck? What the fuck? Der hat gerade fast alle meine gesamten Pikmin getötet. Er hat zwar unheimlich Leben dadurch verloren, aber ich glaube nicht, dass das. Ah, jetzt schockt er wieder, jetzt schockt er wieder. Komm, und hier? Nee, scheiße. Okay. Die Frage ist, macht das jetzt noch Sinn? Macht das jetzt hier ernsthaft noch Sinn, was ich mache? Nee, jetzt schockt er nicht mehr, jetzt springt er wieder drauf. Also mit Schlucken meine. Ach, du weißt schon. Ihr wisst schon, was ich damit meine. Dass er jetzt die fressen will. Oh Gott, jetzt springt er wieder. Oh. Autsch. Hä, wie soll ich denn. Was soll ich denn bitte machen? Warte mal, ich gehe mal ganz kurz Verstärkung nochmal holen. An der einen Stelle gab es noch ein paar Bomben und vielleicht reichen die, um den zu erledigen. Gäbe. Die Musik ist voll schön hier. Tut mir leid, gerade Endfight und ich schwärme von der Musik. Das ist, glaube ich, auch nicht so angemessen. Wie mache ich denn das jetzt? Jetzt habe ich ein paar gelbe. Jetzt. Nein, ich will die teilen. So. So, ihr kleinen Gelben. Wie mache ich denn das jetzt? Hier waren ja noch Bomben, das weiß ich schon auch von der Folge davor, also vom Tag davor. Und da verpasse ich in allen so ein paar Bomben und hoffe, dass das reicht. Der Tag ist schon über die Hälfte um. Ich renne jetzt hier nicht ins Wasser, ihr Idioten. So. Und ich hoffe, das reicht noch von der Zeit, aber da kam noch AP. Wenn ich das jetzt richtig anstelle, dann könnte ich das potenziell schon schaffen. So, ihr Süßen, ihr holt jetzt Bombis. Hoffentlich sind da genug Bombis. Aber da waren, ich weiß noch vom folgenden Tag, dass da genug Bomben waren. Richtig cool. Habt ihr jetzt genug? Ich hoffe mal, dass die reichen. Die reichen nie im Leben. Oh Gott, ich werde so ablosen. Ich werde. Oh Gott.
Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass ich meine gesamte Pikmin-Population jetzt an diesem Arsch verliere. Die Sache weniger geil. So, wehe, wenn ich jetzt euch pfeife, rennt ihr ins Wasser. Brav. Nicht ins Wasser rennen. Nicht ins Wasser rennen. Das ist immer so schwer durchzusehen, wie sich das nächste bewegen. Komm, alle rüber, alle rüber, alle rüber. Und du auch noch. So, wir brauchen jeden einzelnen Mann. Jedes Reiskorn kann die Waage kippen. So, jetzt nehme ich. Jetzt fülle ich den Rest mit Roten auf und hoffe. Nee. Ich habe eine bessere Idee. Warte mal. Warte mal, ich nehme jetzt. Vielleicht muss ich. Ich habe gerade eine Idee gekommen. Wenn wir jetzt fischen Rasenboden auf. Vielleicht, wenn das so hoch fliegt, kann ich ihn dann mit gelben Pikmin bewerfen. Und dann kriegt er vielleicht. Ach, ich weiß auch nicht. Ich setze jetzt hier alles auf eine Karte und hoffe jetzt einfach, dass ich Glück habe. Oder halt eben. Diese wunderschöne KI, die in den Suizid rennt. Leute. Wisst ihr, ganz ehrlich, wisst ihr, ich stehe da und die stehen neben mir und rennen freiwillig ins Wasser, obwohl ich. Naja. Komm, fülle ich jetzt noch mit Roten auf. Diese Bombe da holen, ich glaube, die kann ich auch gar nicht holen. Die ist jetzt im Wasser und alle, die jetzt versuchen, die zu holen, sterben. Okay, ich renne jetzt einfach so durch und hoffe, dass diese Stromlinien förmlich hinter mir bleiben. Ich glaube, das ist schon der Endgegner überhaupt hier mit 100 Pikmin erstmal bei den Vieh anzukommen. So, erstmal warten. Wie sie links und rechts an der Wand kleben vor allem. Aha. Sie betteln förmlich. So, und jetzt, ich versuch's jetzt einfach. Alles oder nichts. Hier, friss das. Friss das. Hallo? Oh, scheiße. Also, oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Drauf, 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 drauf. Ich glaube, ich habe jetzt. Warte mal, ich glaube, ich habe den Dreh raus. Wenn der sappert, wie jetzt, dann schlägt der. Und wenn er nicht sappert, dann springt der. Genau, jetzt muss ich warten, bis er sappert und dann kann ich welche vor seine Schnauze werfen. Wartet, wartet. Wenn das stimmt, ist er gar nicht mehr so schwer. Wartet mal, wartet mal. Sappert er? Ne, sappert. Oh, jetzt habe ich schon. Warte. Drauf. Ich glaube, oh, den kriegt man. Komm, den kriegt man jetzt noch in diesem Durchlauf. Den kriegt man, komm. Und. Hä? Was? Ah, geil, ich hab ihn. Oh, wie schön. Also, so, also wenn man weiß, wie geht es doch eigentlich ganz einfach. Endlich, endlich. Ich habe das letzte Teil gefunden. Den Geheimsafe. Und sein Inhalt ist unberührt. Ich bin froh, dass ich meine Suche und Hoffnung nie aufgegeben habe. Nun kann ich diesen Planeten ohne Reue verlassen. Vielleicht mache ich noch irgendwo einen Zwischenhalt und kaufe ein paar Souvenirs für meine Familie auf Fokotate. Nochmal so, ich habe gerade ernsthaft circa, ich weiß nicht, so 100 bis 150 Pikmin töten lassen, um mein Sparschwein zu holen. Womit ich mir dann Souvenirs kaufen kann. Also dieser Ulima, ne, der ist schon ganz schön grausam. Der ist schon ganz schön grausam, ne. Will den Planeten nicht verlassen, ohne sein Sparschwein. Womit er sich Souvenirs kaufen kann. Und dafür sind jetzt hier über 100 Pikmin draufgegangen. Das ist krass. Naja, egal. Jetzt haben wir gleich das letzte Teil. Das heißt, wir haben dann alle 30 Teile gefunden. Sehr geil. Sehr geil, da kommt es. Das Sparschwein ist ziemlich groß. Also die müssen eine ganz schön große Münzwährung haben. Hä, hab ich keine roten bei mir? Hä? Okay, erstmal die gelben hier rein. Ich muss hier Ordnung haben. Ich habe eh nichts zu tun. Da schmeiß ich jetzt alle gerade mal rein. Da kommt's. Dann haben wir es geschafft. Dann können wir zurück auf den Heimatplaneten. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Also, ich weiß jetzt die ganze Zeit im Kreis, aber ich bin wirklich froh. Oh. Komm, und. Ja! Endlich habe ich jedes Teil vom Schiff gefunden. Nun kann ich zu meiner Heimat Fokotate zurückkehren. Das klingt schön. Oh, jetzt kann die Leistung ein letztes Mal erhöht werden. Düm, düm.
Dun, dun, dun. Oh. Sehr schön. Level up. Oh, jetzt bekomme ich gerade Gänsehaut. Oh. Oh, noch ein letztes Mal diese Melodie. Oh. Oh. Tschüssi. Oh. Oh nein. Oh nein, jetzt sind sie ganz alleine und wehrlos. Und warum geht er jetzt? Oh nein. Oh nein. Und weg fliegt er. Oh nö, sind sie allein. Oh, jetzt greifen sie selbstständig einen Punktkäfer an. Oh, sie haben dazugelernt, wie süß. Der arme Punktkäfer. Da bekommt man richtig Fernweh, wenn man das dann so sieht. Ich denke mal, er wird die Pikmin vermissen. Oh, und hier der größte Troll überhaupt. Rosa, türkis, orange, grau, grün, hellblau, ne? Also schon ein ganz schöner Zaunwink. Zaunwink, wink mit dem Zaunfall, dass es einen zweiten Teil geben wird, den es ja auch gibt. Und bald auch einen dritten. Oh, und jetzt fliegt er nach Hause zu seiner Familie. Oh. Oh, ich hab grad Tränen in den Augen. Das ist so rührend und süß. Oh, jetzt guckt er noch zurück. Oh. Das war ein Abenteuer. Kommt noch ein Text? Ah, die Übersicht. Okay, wir haben alle 30 Teile in 29, in 26 Tagen. Sehr gut, überlebende Pikmin. Okay, das ist quasi ein Ranking. Man kann das hier mehrmals durchspielen. Und da ich es nur einmal jetzt durchgespielt habe und blind, gibt es jetzt nur diese eine einzige Statistik. Ist aber cool. Ja, vor allem, weißt du, der Nova Blaster war fakultativ und weil dann ein Kumpel meinte, ja genau, dieser Pilotensitz, der war ein Muss. Also es war ganz wichtig, dass Olimar diesen Pilotensitz hat, sonst konnte er nicht losfliegen. Total dämlich. Ja, das speichern wir jetzt mal. Aber es waren eigentlich ziemlich wenig Teile fakultativ. Ziemlich viele waren Pflicht. Okay. Oh. Oh, und jetzt. Oh. Okay. Was gibt es großartig zu diesem Spiel zu sagen? Es war sehr schön. Entschuldigung. Es war sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht, rumzuknobeln. Und ich weiß. Ich habe mich sehr oft über die Steuerung und über die KI aufgeregt. Das ist halt eben auch ein ganz, ganz großer Makel an diesem Spiel. Also das geht, finde ich, teilweise gar nicht. Aber dennoch das Spielprinzip und diese Liebe im Detail und so, und das ist Wahnsinn. Das gibt's in dieser Form nur so. Und ich denke mal, ich werde irgendwann auch noch Pikmin 2 Let's Playen. Ihr könnt mir ja sagen, was ihr davon haltet. Und es soll ja auch bald Pikmin 3 rauskommen. Wenn ihr das Video schon ein paar Monate oder Jahre später guckt, dann ist der Teil bestimmt auch schon längst draußen. Und ich hoffe, der ist auch gut. Das soll es ja drei Kapitäne geben. Und im Teil 2, 2. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe es nie gespielt. Aber diese Reihe gefällt mir schon sehr gut. Bis jetzt, also die Reihe. Ich habe jetzt einen Teil gespielt. Aber das ganze Prinzip, das hat schon was. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, auch mal zu spielen. Kostet nicht viel. Es kostet wirklich so wie gar nichts. Und es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Oh Mann. Und wenn ich Olimar wäre, ich hätte auch wirklich Fernweh. Also, die Pikmin, die wachsen einer schon irgendwie ans Herz. Diese kleinen, trottligen, bunten Biester. Tja. Was soll ich jetzt noch großartig jetzt sagen, ne?
Ciao. Und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder mal irgendwas spiele und mir zuguckt und euch über mich kaputt lachen könnt. Tschüssi.